Hallo Leute, ich begrüße euch zur erstmalig längeren Aufnahme von Let's Play Black Mesa Source. Ja, ich nehme jetzt mal etwas länger auf, so 40 Minuten, also zwei Folgen gleich hintereinander. Wow, bin echt ein Badass. Und ja, nur dafür, dass ich erstmal, weil ich jetzt gerade sehr viel Zeit habe und ja, dass das Feeling ein bisschen bleibt, nicht, dass es nach jeder Folge wieder weg ist. Und ja, ich habe ja entschieden, dass ich entweder dort weiter hintere gehe oder dort hinten versuche hinzukommen. Ja, eins von beiden werde ich jetzt auf jeden Fall machen und ich bin ziemlich sicher, dass es hier weitergeht. Ja, hier gibt es da Kisten. Okay, dann geht es da sowieso nicht weiter. Schön. So. Hast du das noch radioaktives Zeug hier drin in den Tonnen? So. Sehr viele Leute. Soundgeräusche, aber den macht es bei mir noch mal ein bisschen lauter. So. Gut, was haben wir jetzt hier unten? Kommen wir da müssen wir raufkommen, oder? Aber die Frage ist jetzt nur, wie? Entweder da weiter, ich glaube es zwar nicht. Doch. Es ist sogar, dass wir hier weiter müssen. Dass wir hier nicht. Oh. So, und wie sollen wir jetzt darauf kommen? Bezweifle es, dass ich es schaffen werde beim ersten Versuch. Deshalb habe ich erstmal gespeichert. Und ich versuche es einfach nochmal. Ah, okay, so können wir richtig springen. Ich dachte, da werden wir. Man springt hier irgendwie automatisch und dann kann man nicht mehr. Wow. Das ist eine ganz schön. Wow. Harte Stelle hier, um hierher zu kommen. Ja, gehört aber eh nicht zur Story dazu, also falls man. Es ist nicht Pflicht, hier hinzugehen. Zum Glück. Aber hier gibt es sehr viel Energie, die brauche ich auf jeden Fall. Hier kann ich nichts mehr holen, aber hier oben war auch nichts mehr. Hier komme ich einfach wieder zurück. Ich glaube, das muss ich sogar, wenn ich hier weiter kommen will. Aber jetzt haben wir 60. 60 Energie. Gut so. Und ich würde sagen, hier geht's weiter. Ah. So, hier unten ist hoffentlich mal nichts Wichtiges. Ich will lieber in den Aufzug. Können wir sowieso nochmal reinschauen. Ja. Hier war. Nein. Hier hat man nur einen alternativen Weg gehabt. Ah! Ja. Gut. So, ja, das war ein sehr lustiges Geräusch, ich weiß. So, das Bild kriseln ist jetzt sehr stark wegen dem Atommüll und jetzt verschwindet der schöne Effekt. So, was ist, jetzt? Ich schätze mal ein Ladebildschirm. Ja, weil wir hier nichts sehen, noch nicht. Weil wir noch nichts sehen, besser gesagt. Und ja, deshalb können wir das einfach mal laden. Das wird da unten einfach abgeschnitten und wir können. Weil wir sowieso nicht mehr runterkommen. Ja, ich erkläre jetzt noch ein bisschen das Laden, wie das so funktioniert. Und ja, hoffe, es interessiert euch ein bisschen. Oder ihr wisst sowieso schon, was ich hier glaube. So, speichern wir hier nochmal, damit wir hier den Ladebildschirm nicht nochmal überleben müssen, sage ich jetzt einfach mal. Hallo, wie heißt du? Wow. Ha. 6 Schuss, 6 Treffer. Perfekt. Was? Noch eins? Wow. Dachte jetzt schon, wir treffen jetzt nicht. Das wäre ganz schön peinlich gewesen. So, hier haben wir eine Explosivkiste. Da hätten wir gleich alle auf einmal töten können, aber ja. Hier werden wir leider nicht hinkommen. Nö. Nee. Weil da gerade so eine epische Musik ist, sehe ich mich hier mal ein bisschen um. Ja. Sieht wirklich sehr gigantisch aus. Oh, Headcrabs. Die verwenden wir nicht, die. Wow. Ah, da unten. Okay. Schieß wirklich bis daher. Oder? Ne, so weit geht's dann doch nicht.
Hey, das war's jetzt, glaube ich. Hoffe ich. Schießt er noch? Ne. Gut. Haben wir wieder ein paar Kisten. Gut. Wollte sowieso hier gehen. Okay. Das sieht auch nicht gut aus. Danke für die Schrotflintenmunition. Okay, das war Schrotflintenmunition. Da habe ich ja letztes Mal gedacht, das ist ein Granat. Das ist Granatwerfermuni. Was nicht. Können wir hier rein? Nein. Hier natürlich auch nicht. Ne, hier gab es nur Energie. Was wir hier an dem Vieh was verlieren. Hier ist nichts. Oh, und ich glaube, ich weiß schon, was das hier ist. Ich glaube, ich weiß es. Hallo? Ja, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Gut. Sind wir hier drin erstmal in Sicherheit. Schließen die Tür. Yeah! Herrenschaft freigeschaltet. Jetzt haben wir es vollständig. 20 von 20 Kopfschüsse, schätze ich jetzt einfach mal. Oh, du lebst noch. Bevor es noch größer wird. Okay. Schießt das Vieh, ich zerschieße das Vieh lieber, weil ich nicht weiß, ob ich hier nochmal hinrennen muss oder nicht. Ja. Und... Oh. Nein. Das ist das Vieh. Aber es klopft nur da draußen rum. Und lässt mich hoffentlich erstmal in Ruhe. Möchte hier rein, bitte? Hä? Was geht? Klar. Machen wir doch. Okay, das Ding hört uns. Haben wir gerade gehört. Hallo? Schleichen kann man hier nicht, aber ich... mache ich... Geräusche, wenn ich gehe? Ja, anscheinend schon. Ja, wir haben eine Fernzündsprengladung oder so. Die wir jetzt verwenden können. Erstmal mit legen und... erstmal legen und dann zünden. Ist gut, aber wir können auch Granaten verwenden, um dieses... Vieh hier abzulenken. Ja, das muss man ablenken. Denn wir haben ja gehört, es reagiert auf Geräusche. Oh, ich muss ja speichern. Das habe ich im ersten Teil nicht gewusst, ich bin einfach durchgelaufen. Dass es auf Geräusche reagiert, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich dann im Let's Play von einem anderen Let's Player gesehen. What? Achso, er hat das Viech abgelenkt. Das hört uns jetzt anscheinend nicht, also versuchen wir erstmal. Verdammt, das Viech. Genau, seht ihr, jetzt hat man die Granate da drüber geworfen. Jetzt reagiert es drauf und geht nur da drüber. Okay. Mal über deine Granate starten, klar. Sehr gut. Das habe ich tatsächlich im ersten Teil nicht gewusst, ich habe mich einfach so durchgeschlichen. So, nächste Granate. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, wir haben es wieder da drüber gelenkt. Jetzt mit viel Glück. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das war knapp. Wow. Oh Gott. Hat er so schießt gerade. Dass wir nicht mehr lebend rauskommen. Mann, Mann, Mann. Ne, hier will ich nicht runter.
Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Will ja nicht mehr sein. Okay, noch ein Speck. So. Okay, haben wir. Wow. Haben wir glimpflich überstanden. Heißt gut. Heißt so viel wie gut. Gut. Ja, also bleibt die Atmosphäre auf jeden Fall drinnen, wenn ich hier gleich 20 Minuten am Stück spiele. 40. Vielleicht mache ich auch gleich eine ganze Stunde draus. Mal schauen. Hallo? Obwohl, es ist wieder schon etwas mehr Ruckel als sonst. Das war beim letzten Test, das ich gerade aufgenommen habe, auch so. Hoffen wir, das bleibt nicht so. Okay. Erstmal schauen wir in den Ladebildschirm. Das hätte ich euch jetzt beichten können. ja. Weil jetzt ist sowieso nichts Wichtiges. Doch. Jetzt geht's weiter. Hallo? Alien? Viech? Irgendwo? Hier? Ja? Wo? Hier hinter? Ne, hab ich nicht drin können. Gut. Wir hören zwar Sachen. Wir hören zwar Zombies. Aber. Da kommen wir wieder hin, also machen wir die mal fertig. Weil. So, jetzt haben wir einen Schuss nur noch übrig und. Damit können wir noch ein Vieh fertig machen. Oh, hallo. Was war das zum Beispiel? Schon okay, oder? So, das habt ihr nicht gesehen. Nein. Passt. Ihr hattet gerade was Wichtiges zu tun, wie zum Beispiel euer Schnürsenkel binden oder so. Und habt das Ganze also nicht mitbekommen. Sehr gut. Bin aber heute nicht so gut im Zielen, was? Egal, dann machen wir gemütlich nachher. Also jetzt nicht unbedingt nötig ist, so einen Schuss zu verbrauchen, aber ja. Wenn es nicht unbedingt notwendig, was nicht unbedingt notwendig ist, heißt nicht, dass wir es nicht machen können. Um hier runterzukommen anscheinend oder so. Oder wo müssen wir hin? Nee, hier müssen wir ganz bestimmt nicht runter, aber hier. Ah, die ganzen Tonnen hier auf der Seite. Dass wir hier die Leiter nehmen können. Ja. Okay, zum Glück. Speichere lieber nochmal. Wenn etwas Schlimmes passiert, hier haben wir Wasser unten. Ich hoffe, das ist Wasser. Ja. Aber etwas komisch ausgeschaut. So. Ja, natürlich können wir hier runterspringen, aber ich will nicht ins Wasser. Ist hier noch irgendwas? Nein. Nein, das bedeutet, wir müssen ins Wasser. Na dann. Ach. Au. Was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle? Achso, ich hab dich gar nicht gesehen. Hast du komisch ausgeschaut, ich hab dich überhaupt nicht bemerkt. 60 haben wir gehabt, oh Mann. So, du warst das, ich dachte, das ist irgendwie radioaktiv. Obwohl es gar nicht so ausgeschaut hat, ne? Aber du dumm. Mann, Mann, Mann. Na. Ist hier unten irgendwas Wichtiges? Glaubt ihr, hier unten ist was Wichtiges? Ich glaube nicht, deshalb fahre ich wieder ab, ja. Nichts Besonderes, nur dieses Vieh, Mist. Habe ich jetzt ganz schön viel verloren. Ah, okay, das ist das Rohr. So. Mal Duck Jump und rüber. Oh Mann, dieses Vieh. Hat uns jetzt wirklich wieder viel Abzug. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, würde ich mal sagen. So. Mann, weiß ich wenig. So, okay. Was. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, das weiß ich auch nicht. Also. Ihr versteht den Witz schon. So, was geht jetzt? Was sind die Umgebungsgeräusche? Einfach genial. Das hört sich alles so super an. Sehr gut gemacht.
Von dem her, von den Geräuschen auch. Großes Lob von mir. Ich wollte es nochmal kurz zeigen. Hallo? Mann. Nix. Bist du eine Explosivkiste? Glücklicherweise nicht. Na. Ja. Ah. Okay. Wir gehen was machen. Eine Taschenlampe wollte ich ausmachen, aber ja. Können wir ausmachen. Erstmal bei der Schrotflinte bleiben. Ah. Schon durch die Wände hören wir schon die Zombies. Die uns hier erwarten werden. Okay. Dann bleibt uns da nichts anderes übrig, als hier raufzugehen. Ah, okay. Dachte, die Zombies warten jetzt hier gleich um die Ecke. Wenn wir so umdrehen, zum Beispiel. Was? Egal. Ahahaha. Okay, Granaten wieder. Können wir brauchen. Einige verbraucht jetzt. Und zwar vier, genau. Ja, nachladen können wir mal. Ja, also nicht wundern, wenn ich mich jetzt gleich nicht verabschieden werde, weil ein Part könnte jetzt bald los sein. Aber ihr wisst warum. Weil ich jetzt einfach gleich am Stück aufnehme. Nein, du willst nicht die Kiste werfen. Hallo? Noch wer? Noch wer? Ah, gut. Jo, vorsichtig.